bereiten Sie sich auf eine Notwasserung vor. Das ist ein Thema, was heute kommt. Das nächste Thema ist, Finnair überführt A350er nach Frankfurt, nach München im Mai. Damit wissen wir, welche Flugzeuge es sind. Und dann gibt es viele, viele Kundenzuschriften, hätte ich fast gesagt, Zuschriften von euch, die geschrieben haben, dass die Lufthansa auf der Webseite gesagt hat, dass es kein Catering gibt. Also insofern viel zu besprechen heute. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. In der heutigen Folge, auch wieder von Los Angeles, nicht live, aber semi-live, ist es so, dass wir natürlich von euren Likes, von euren Kommentaren und ganz, ganz wichtig, von euren Abos und von euren Likes natürlich abhängig sind. Ich habe vergessen, ihr sollt die Glocke anmachen. Aber warum sage ich euch das? Ganz einfach, weil wir jetzt darauf warten, dass noch ein Flugzeug reinkommt und ein Feuerauto vorbeifährt. Krankenwagen. Es bleibt spannend, was es ist. Ich sag's euch nicht, ich seh's. Und wie in meinem Leben, unten kommentieren. Ja, in der heutigen Folge fangen wir mit dem Thema an. Notwasserung. Notwasserung ist etwas Ditching, wie das in der Fachsprache heißt, was nicht unbedingt hübsch und schön ist. Warum nicht? Weil Wasser ist so das Environment, wo man als Passagier eine der geringsten Überlebenschancen hat. 10 Minuten, wenn das Wasser 0 Grad und etwas ein bisschen mehr ist. Aber was ist passiert? Und zwar, es gab auf dem Flug von Zürich nach Dublin eine Durchsage, wo auf der Durchsage wurde dann halt gesagt, und ich zitiere das Band, Ladies and Gentlemen, this is an emergency. Please prepare for a ditched landing. Also nichts anderes für eine Notwasserung. Die Passagiere wurden natürlich etwas unruhig. Das Personal soll nach Augen- und Ohrenzeugen berichten, hinter der Vorhängen sich in der Galley versteckt haben, bis ein Passagier dahingegangen ist, der mit der, und zwar sein Name ist übrigens Fergal O'Lidecha, also ein wirklich, ich weiß gar nicht, irischer Name. Und der hatte Irish Times halt gesagt, der ist da hingegangen, hat da mit denen gesprochen, die haben dann gesagt, ja, ja, okay, war ein Fehler, wir haben uns verdrückt. Verdrückt? Ja, natürlich, ihr habt euch in den Vorhang verdrückt, aber auch verdrückt, als es darum ging, das Tonband ablaufen zu lassen. Das ist natürlich etwas, was in meinen Augen als Passagier relativ unschön ist. Müsste man halt einfach mal überlegen, ob man nicht direkt eine Durchsage macht. Das gab es ja zum Beispiel auch bei British Airways. Die haben zum Beispiel eine Durchsage gemacht. Dann haben die eine Durchsage gemacht auf, also auf Englisch, da war alles okay, aber die französische war halt auch Notwasserung oder Notfall. Das hat dann die französischen Kunden beunruhigt. Es gibt auch im Internet ein Video, da wird ein Cathay Pacific Flug gezeigt, wo die Passagiere auch auf ein Ditching vorbereitet werden, aber da ging die Crew wirklich davon aus, dass es ein echtes Ditching ist. Also insofern, lass uns nochmal das nächste Flugzeug durchgehen. Ist das nicht herrlich? Mir macht Spaß, die News hier zu machen für euch. Aber ich hoffe, ihr genießt das auch, die Flugzeuge im Hintergrund. Der Lärm sollte eigentlich nicht stören, ich hoffe es zumindest. Ja, also wie gesagt, das war etwas unschön. Und dann, wie passiert sowas? Ganz einfach. Natürlich wisst ihr ja, dass Crews zum Beispiel nicht alle Durchsagen in allen Sprachen auf Kette haben können. Also insofern gibt es sogenannte Durchsagen auf Tonband. Und diese Tonband ist jetzt kein klassisches. Bei alten Flugzeugen war es übrigens ein Tonband. Jetzt ist es digital aufgenommen, also hochgeladen. Und da ist es halt so, dass wenn man den falschen Knopf drückt, kommt die falsche Durchsage. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass natürlich auch in dem Stress die Leute was anderes zu tun haben, als richtige Durchsagen zu machen, sondern sich dann auf das Ditching wirklich vorzubereiten. Das ist also auch, um die Crew zu entlasten in einer Krisensituation. Aber auch wenn es nur darum geht, um die Sicherheits- und Anschnallzeichen zu erklären oder die Sicherheitsballet-Geschichte zu erklären in anderer Sprache. Das merkt ihr zum Beispiel, wenn man mit der Lufthansa fliegt und die fliegt in andere Länder, dann gibt es ja auch eine Landessprache. Aber das wird sehr selten von der Crew gemacht, sondern es wird meistens von den vom Domann kommend gemacht. Als es diesen Vorfall auch mal gab, wo es ein Ditching geben sollte, was echt war, haben die das gar nicht gehört, weil das Zeichen gar nicht angegangen ist. Also insofern alles merkwürdige Geschichten. Das nächste Thema, was ich mit euch besprechen möchte, ist Lufthansa und Catering. Die Lufthansa hat ab Frankfurt das Catering reduziert. So sagen sie, man schickt E-Mails heraus an die Kunden, um die Kunden vorzuwarnen.
Und dann gibt es teilweise auf dem Flug folgende Reaktion: Entweder es gibt wirklich nichts, es gibt wirklich nur das Wasser wie angedroht, oder aber es gibt irgendwas zu essen. Also insofern, da sind alle Varianten möglich. Wobei bei dem Essen habe ich schon Berichte gehört, dass es, ich selber bin nicht geflogen zu der Zeit mit Lufthansa bis jetzt, weil ich bin ja hier in Los Angeles. Also insofern ist es so gewesen, dass es dann auch was anderes gab als Tasting Heimat. Wer von euch geflogen ist, sollte es einfach mal berichten, wie es in der Business Class abgelaufen ist, in der Economy Class. Bei On Board soll es ja auch nicht geben. Also insofern kommentiert, kommentiert, kommentiert. Das nächste Thema, was wir haben, wir hatten ja die Spekulationen und ich hatte ja auch in einigen Gruppen die Frage, ja, ich habe jetzt mit Eurowings gebucht, Premium Economy. Ich habe kein Premium Economy auf dem Flüger. Ja, die 330er oder die 350er von Finnair haben ja nur einige eine Premium Economy, nicht alle. Was dann passiert, kann ich euch ehrlicherweise nicht sagen. Ich würde gezielt davon ausgehen, dass diese dann entweder ein Upgrade kriegen oder natürlich erstattet werden. Also insofern, das wäre die Variante. Aber es werden, und jetzt warten wir nochmal ein Flugzeug ab. Ist es so, dass die Finnair ab dem 15. Mai für die Eurowings die Flüge nach Tampa, nach Las Vegas und, habe ich was vergessen, und von München nochmal nach Las Vegas fliegt. Und am Vortag werden die Flieger dann überführt werden. Und das sind dann die Airbus A350-900er. Welches Flugzeug das sein wird, kann ich euch nicht sagen. Aber für alle, die mit dem Flug der A350 mit der Finnair fliegen wollen, können den Flug buchen. Das heißt also, man kann am 14. Mai, am Samstag, mit der Finnair 1401 von Helsinki nach München fliegen. Und am Nachmittag mit der 14.15 von Helsinki nach Frankfurt. Also insofern wird da kein Sprit verbraucht, sondern ihr könnt wirklich fliegen und könnt da auch das Produkt testen. Dann wisst ihr auch, welche Flieger das sind. Ich werde es beobachten. Ja, diese Folge heute wird etwas kürzer, aber wir wollen euch zwei Flugzeuge nochmal bringen, die beim letzten Mal am meisten Zuspruch von euch gefunden haben. Einmal kommt gleich eine Boeing, mehr darf ich nicht verraten. Und es kommt ein A380er. Ich schneide das jetzt einfach hier rein, hintereinander. Danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV Takeoff aus Los Angeles dabei gewesen seid. Etwas spätere Stunde, ganz einfach, damit wir die Flugzeuge aufnehmen können. Die kommen ja so gegen 14 Uhr sind sie jetzt reingekommen und denkt trotzdem dran, abonnieren, unten kommentieren, Glocke anmachen und ein Like da lassen. Jetzt waren alle vier Sachen richtig. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Also, bis dann. Ciao. Kommt kein Flugzeug mehr. Also, das war's. Könnt ihr jetzt schlafen gehen oder wenn ihr es morgen früh guckt, dann viel Spaß bei der Arbeit. Oder vielleicht noch Osterurlaub. Also bis dann. Ciao.